Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran. Ich habe im letzten Jahr ein Video über die Menstruationstasse gemacht. Das kann ich euch gerne nochmal verlinken. Und ich hatte halt ganz allgemein über die Menstruationstasse gesprochen und dass ich es gerne ausprobieren möchte, weil es so ein Ding ist, da gehe ich absolut aus meiner Komfortzone. Und natürlich habe ich es für euch ausprobiert. Und in diesem Video soll es einfach um meine ersten Erfahrungen damit gehen. Ich habe mir eine Menstruationstasse von Lynette bestellt. Die Seite verlinke ich unten in der Infobox. Und dann geht es halt damit los, dass ihr natürlich erstmal rausfinden müsst, was ist denn die ideale Tasse für euch. Und ich habe Modell 2 genommen. Cynthia heißt das. Das hat einfach was damit zu tun, ob ihr schon Kinder bekommen habt, ob ihr schon Sex hattet, all sowas. Das wird aber da ganz einfach abgefragt. Da könnt ihr wirklich super simpel entscheiden, brauche ich Modell 1 oder 2. Und es war halt so verpackt. Natürlich habe ich sie schon benutzt, deswegen ist sie nicht mehr in dem Karton, sondern unbenutzt ist die bei mir in diesem kleinen Säckchen. Und ihr könnt euch auch für verschiedene Farben entscheiden. Und ich habe mich für lila, ist das lila? So ein lila Ton entschieden. Genau, ist ein bisschen staubig. Ist die staubig? Wahrscheinlich war es hier drin ein bisschen staubig. Naja, jedenfalls habe ich sie jetzt während meiner letzten Periode komplett benutzt und möchte euch einfach erzählen, wie es denn so war. Aber ich habe mir noch was anderes bestellt. Und zwar das hier. Weil viele hatten ja so dieses, ja, was ist denn, wenn ich unterwegs bin und wie wechsle ich die denn, wenn ich unterwegs bin? Ich komme gleich nochmal dazu. Aber für diesen Fall habe ich mir von Lynette mitbestellt, Reinigungstuch für Menstruationskappe. Also da sind halt 10 Stück drin. Die Lynette Reinigungstücher sind eine gute Alternative für unterwegs. Damit reinigst und desinfizierst du deine Lynette auch ohne Wasser. Weil man hat ja oft das Problem, man ist dann in so einer Kabine und hat halt da kein Fliesenwasser, logischerweise, wie es zu Hause ist. Weil bei uns ist zum Beispiel so, unsere Toilette das gleich nebenan des Spülbeckens. Das macht sich natürlich super. Und deswegen habe ich gedacht, wäre das eine super Alternative und habe das mitbestellt. Und es gab halt noch dann von Lynette so ein Dein Wegweiser zur Kappenweisheit und die Fibel der Menstruation. Das fand ich ganz süß und es ist auch sehr hilfreich. Was übrigens auch noch sehr hilfreich ist, ist eine Facebook-Gruppe zu Menstruationstassen. Die verlinke ich euch auch mal, weil die haben mir auch sehr weitergeholfen. Und was ich euch noch empfehlen kann, wenn ihr immer noch so seid, ich würde gern probieren, aber ich weiß nicht so genau, wie es mir ja auch ging, sucht euch eine Freundin, der auch Bock drauf hat. Weil aufgrund dieses Videos habe ich dann von einer Freundin erfahren, dass sie auch eine Menstruationstasse zu Hause hat und es noch nie ausprobiert hat und jetzt halt darauf wartet, was ich denn dann sage. Sucht doch euch doch jemanden, der da auch Bock drauf hat. Ich finde es überhaupt nichts Schlimmes, mit einer Freundin über eine Menstruationstasse zu sprechen. Und dann probiert es doch einfach zusammen aus. Dann kann man sich über Probleme, die man damit hat, einfach auch austauschen. Und wie gesagt, auch diese Facebook-Gruppe ist da sehr hilfreich, denn ich hatte definitiv Probleme. Ich habe mich im Vorfeld natürlich darüber informiert, wie führe ich das Ganze ein, tralala, wie falte ich das. Und habe dann einfach, ich habe meine Tage bekommen, habe gedacht, gut, komm, hier am ersten Tag legst du gleich los damit. Hatte mich auch so weit vorbereitet, dass ich mir so Einlagen geholt hatte, weil ich halt mir nicht sicher war, ob das halt sofort beim ersten Mal wirklich dicht ist, entsprechend halt richtig sitzt. Und habe mir da halt quasi einen zweiten Schutz einfach besorgt, damit auch ich die Sicherheit habe. Es wird auch empfohlen, das wirklich in Ruhe zu machen, wenn man zu Hause ist. Das habe ich auch getan. Es wird auch empfohlen, das habe ich nicht gemacht und bereue ich so ein bisschen im Nachgang, dass man es mal ausprobieren soll, wenn man noch nicht seine Tage hat. Also dass man da die Tasse einfach mal einführen soll, einfach mal ein bisschen ausprobieren soll. Hätte ich mal machen sollen, habe ich jetzt nicht. Werde ich aber jetzt quasi zwischen dieser und der nächsten Periode einfach mal ein bisschen machen, weil ich bin mit dem Einsetzen jetzt noch nicht so firm. Also ich kann euch sagen, innerhalb von diesen paar Tagen hat sich das schon sehr verbessert, aber es läuft halt noch nicht so rund, was logisch ist. Ne, ihr müsst euch das halt erstmal so falten, wie ihr es braucht. Die ist auch unstabiler, als ich gedacht habe. Aber sie ist vom Material her fester, als ich das erwartet habe. Deswegen muss man auch ordentlich Kraft aufwenden und die in dieser Form gedrückt halten, wenn man sie dann halt einführt. Und ich war am Anfang, dachte ich so, also wenn man sie zu weit draußen hat, das merkt man. Wenn man dann läuft, dann merkt man die Tasse und man soll die Tasse ja nie spüren. Und das hatte ich halt beim ersten Mal und da habe ich sie dann sofort wieder raus und nochmal neu eingesetzt.
Und da habe ich sie dann wirklich gar nicht mehr gespürt. Ich habe das manchmal so, dass ich sie, wenn ich von der Toilette aufstehe, ein paar Schritte mache, dann merke ich die Tasse noch. Und wenn ich mich dann so ein bisschen bewege, ein paar Schritte mache, scheint die wie an die richtige Stelle zu rutschen und dann merke ich die wirklich nicht. Man merkt die gar nicht, wirklich gar nicht. Und da dachte ich dann, als ich sie dann zum Wechseln rausgenommen habe, boah, die sitzt aber tief, soll das so sein? Und habe mich da halt ein bisschen belesen und es soll wirklich so sein. Das ist völlig in Ordnung. Viele haben ja auch Angst davor, was ist denn, wenn ich die nicht mehr rausbekomme? Ihr bekommt die hundertprozentig wieder raus. Da löst man dann halt einfach den Unterdruck, drückt die halt ein bisschen zusammen und dann kann man die ganz vorsichtig rausziehen. Das tut nicht weh und die kann einfach nicht stecken bleiben. Es geht einfach nicht. Da gibt es dann auch, wenn ihr da echt unsicher seid oder in Panik geratet, geht ins Internet auf die Lynette-Seite. Da wird das alles nochmal super erklärt. Da wird euch auch die Angst genommen. Da werden euch Techniken gezeigt, wie ihr es machen könnt, damit ihr sie rausbekommt. Da passiert wirklich gar nichts. Da müsst ihr euch überhaupt gar keine Sorgen machen. Und das war halt das absolut Angenehme. Man merkt die wirklich nicht. Und man kann die bis zu 12 Stunden drin lassen. Mein Maximum waren 10 Stunden, einfach über Nacht. Und das geht ohne Probleme. Es ist auch nicht so, dass die nach den 10 Stunden bis voll oben hin ist. Also ich glaube, man denkt, man verliert mehr Blut, als es wirklich der Fall ist. Also in der Tasse sieht man das dann recht gut, wie wenig das dann wirklich nach so, so vielen Stunden ist. Also ich glaube, wenn man sich daran hält, an diese Faustregel maximal 12 Stunden, läuft die auch nicht über. Und das war auch nicht meine Sorge. Meine Sorge war halt echt, dass das dicht ist. Und ich habe es, also ich hatte relativ lang meine Tage, 6 Tage lang. Und ich habe es erst am letzten Tag geschafft, dass ich sie dicht hatte. Also die ganzen Tage davor ist sie halt immer ausgelaufen. Jetzt auch nicht krass, also es war immer nur so ein bisschen, aber es war halt nie dicht. Und da hatte ich dann auch in der Facebook-Gruppe so und so, da haben sie mir ein paar Ratschläge gegeben, wie ich sie anders einführen kann, damit das halt wirklich abschließt. Das ist halt wirklich dann mit dem Muttermund und so hat das zu tun. Könnt ihr euch gerne nochmal alles durchlesen und da weiß ich dann beim nächsten Mal, wie ich es einfach ausprobieren kann. Ich finde es auch nicht schlimm, dass es bei den ersten Malen nicht geklappt hat. Es muss auch bei der zweiten, dritten, vierten Regel noch nicht funktionieren. Das ist völlig okay, weil selbst wenn ich diese Tasse nie dicht bekomme und immer irgendwie eine Slip-Einlage oder irgendwas drin haben muss, ist es schon tausendmal besser als alles, was ich bisher probiert habe. Du merkst die nicht, dich stört das nicht. Das ist nicht mehr dieses unangenehme Gefühl, wenn man seine Tage hat. Es reduziert extremst Regelschmerzen. Wirklich, das habe ich nicht geglaubt. Und es war auch ein Punkt, weswegen ich die Tasse unbedingt ausprobieren wollte. Ich kenne so viele Freundinnen, die echt während ihrer Tage haben kaum aufstehen können, denen das so, so weh tut, denen das sogar jetzt nach Geburten noch mehr weh tut als vorher. Und ich wollte das unbedingt ausprobieren, weil genau diesen Freunden werde ich diese Tasse ans Herz legen. Allen anderen natürlich auch, aber gerade diesen Leuten unbedingt, weil warum auch immer, warum das, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es hilft euch wirklich absolut gegen Regelschmerzen, ohne Mist. Und das hat mir halt auch so gut gefallen. Und ihr merkt es nicht. Es ist nicht mehr so unangenehm, seine Tage zu haben. Das hat mir halt wirklich gut gefallen. Das war das entspannteste, meine entspannteste Menstruation, die ich jemals in meinem Leben hatte. Wie gesagt, ich habe sie nicht dicht bekommen, außer dann am letzten Tag. Und an diesem letzten Tag habe ich auch gedacht, jetzt machst du den Extremtest und war mit der Tasse auch baden, schwimmen. Und wie gesagt, sie hat dicht gehalten, man hat sie nicht gemerkt, das war überhaupt nicht problematisch. Man muss halt dann, während man das so ausprobiert, man muss öfter über seinen Schatten springen. Man muss schon erstmal über seinen Schatten springen und das erste Mal benutzen. Und dann muss man sich halt weiter vorantasten, ne? Man geht damit erstmal aus dem Haus, wechselt das halt das erste Mal irgendwo anders. Man geht damit schwimmen, man kann damit halt Sport machen. Das habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich in der Zeit Rückenschmerzen hatte und überhaupt keinen Sport gemacht habe. Genau, und man muss halt immer wieder über seinen Schatten springen, wenn man die benutzt und sich halt ausprobieren. Aber ich finde es halt mega. Du kannst auch, wenn du deine Tage hast, in die Sauna gehen, du kannst schwimmen gehen. Was ist das für eine Erleichterung gerade im Sommer? Das ist doch mega, mega genial. Total toll. Und genau, war richtig klasse, hat mich sehr gefreut. Ich hatte einen Tag, wo ich echt keinen Bock auf die Tasse hatte. Bei mir war es seltsamerweise so, dass ich immer nach dem Duschen Probleme hatte, sie einzusetzen. Warum auch immer, da ging es bei mir gar nicht. Und früh morgens. Weiß nicht, woran das liegt. Und an dem einen Tag hatte ich echt keinen Bock. Es war ein stressiger Morgen. Ich hatte keine Zeit und Ruhe, sie wirklich einzusetzen. Und da habe ich sie einen Tag, also einen Dreivierteltag nicht benutzt, dann erst wieder zur Nacht. Ist auch völlig okay. Mein Gott, es kontrolliert doch keiner so, wie es mir gefällt und wie es für mich einfach auch passt.
Genau, das Einsetzen ist vielleicht noch so ein Thema. Es ist immer gut, die Tasse ein bisschen zu befeuchten mit normalem Wasser. Man kann auch Gleitgel benutzen. Muss man aber sehen. Ich habe es ausprobiert und für mich war es nichts, weil es war dann zu rutschig. Ich konnte das dann nicht mehr festhalten und nicht mehr ordentlich kontrollieren. Also für mich war das zum Beispiel nichts. Wie gesagt, ich tue das ein bisschen mit Wasser und dann führe ich das ein. Und dann kann man schon so ein bisschen kontrollieren, wie weit dieses kleine Stöpselchen da noch, es darf halt nicht rausgucken, es muss halt alles drin sein. Und dann noch einmal komplett drehen. Es ist immer gut, wenn man die einmal noch komplett drehen kann. Eigentlich habe ich auch gelesen, wenn man die so drehen kann, dann ist sie auch dicht. Ich muss noch rausfinden, wie ich sie wirklich dicht bekomme. Es ist halt, man lernt auch seinen Körper erstmal so richtig kennen, wie das Ganze funktioniert und was das da so für Winkel sind und wie man das am besten schieben muss und wohin. Und ich kann es jetzt nicht mehr hundertprozentig sagen, aber irgendwie muss man sie so nach hinten und schräg und so ein bisschen einführen. Wie gesagt, da hat mir die Facebook-Gruppe weitergeholfen und ich werde das jetzt einfach jetzt nochmal ein bisschen ausprobieren, einfach auch so mal rein, mal raus. Das geht dann auch ganz, ganz schnell. Ja, am Anfang hat man erst so ein bisschen gefummelt, dann doch wieder raus und wieder rein. Und dann so ab dem zweiten, dritten Tag ging das, flupp war das drin, flupp war das raus. Ist wirklich überhaupt kein Problem mehr. Ja, zur Reinigung. Wie gesagt, während ihr eure Tage habt, müsst ihr die nur mit Wasser ausspülen und danach kocht man die halt aus. Dann mit einem sanften Shampoo kann man das reinigen. Mamas haben sowas da, ne? Nehmt einfach das Babyshampoo. Damit könnt ihr die reinigen und so. Ihr habt die Reinigungstücher. Das ist wirklich überhaupt gar kein Problem. Es ist überhaupt nicht unhygienisch, wirklich gar nicht. Da ist alles andere viel, viel unhygienischer. Es ist auch so ein Geruchsding, ne? Also wenn man Binden benutzt und auch Tampons, entwickelt sich ja ein gewisser Geruch. Das habt ihr mit der Tasse halt überhaupt gar nicht. Also ich kann nur jeder Frau da draußen raten, bestellt euch eine Tasse. Jetzt klingelt doch wirklich mein Wecker. Moment. Also ich kann nur wirklich jeder Frau da draußen sagen, raten. Kauft euch so eine Tasse. Es gibt auch ganz viele verschiedene. Wie gesagt, ich habe die von Lynette. Könnt ihr euch gerne mal unten anschauen. Bestellt euch die und probiert es aus. Probiert es erstmal aus, wenn ihr nicht eure Tage habt, dann probiert es einfach mal aus. Aber mit dem Wissen, es wird nicht sofort super funktionieren, es wird nicht sofort dicht sein, es ist halt ein komisches Gefühl, man muss sich daran erstmal gewöhnen. Also seid darauf vorbereitet, habt nicht so, macht euch überhaupt keinen Druck und so und dann macht es mal. Weil, wie gesagt, bei mir war es auch nicht dicht bis zum letzten Tag und trotzdem will ich es unbedingt weitermachen und ich würde es jedem empfehlen. Weil es ist so ein angenehmes Gefühl und es ist das Beste, was ich jemals ausprobiert habe. Und hallo, ihr müsst nicht jeden Monat euch irgendeinen Mist kaufen. Ihr habt nicht so viel Müll. Das ist doch super, ne? Und mir fiel gerade noch was ein, was ich unbedingt erzählen wollte. Ach so, genau. Ihr habt halt, das ist von Lynette auch so schön gemacht, es wird halt als eure Begleiterin während der Menstruation so ein bisschen vermittelt. Und so müsst ihr das auch sehen. Die Menstruationstasse ist was, das soll euch helfen. Das wird ein Teil von euch irgendwo. Deswegen gibt es sie ja auch zum Beispiel in rosa. Und seht das doch einfach so. Jemand oder ein Ding, was euch einfach hilft, diese Phase eures Lebens, also diese eine Woche jeden Monat, so gut wie es geht, zu überstehen und halt auch eine Freiheit dadurch zu haben, ne? Schwimmen gehen zu können, zum Sport gehen zu können, ist doch super, also bitte, 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 bitte. Jeder, der jemals überlegt hat, es auszuprobieren, macht es und überzeugt alle eure Freundinnen davon. Jede Frau auf der Welt sollte nur noch Menstruationstassen benutzen. Bin ich ehrlich und absolut der Meinung und überzeugt davon. Von einer Woche testen, wirklich, hundertprozentig. Ich möchte gerne nochmal ein Update nach einem Jahr machen, wie es nach einem Jahr für mich ist. Da kann ich euch dann auch sagen, wie lange hat es denn gedauert, bis ich dann in diesem Flow war, dass es wirklich immer dicht war und hundertprozentig funktioniert hat. Ich denke mal, das wird jetzt bis zu so ein Viertel bis ein halbes Jahr vielleicht sogar dauern, aber ich bin absolut bereit, diesen Weg auch zu gehen und das wirklich weiterhin zu machen, weil es wirklich so, so genial ist. Jeder, der sich aufgrund dieses Videos jetzt eine Menstruationstasse bestellt und es ausprobiert, bitte schreibt mir, wie ihr es gefunden habt. Schreibt mir, wie die erste Woche für euch war, wie es danach weiterging, für welche Tasse ihr euch entschieden habt. Schreibt mir das alles. Ich bin super gespannt. Schreibt mir auch gerne, wenn ihr auch Probleme hattet oder so. Vielleicht kann man sich so ein bisschen schon austauschen. Oder wenn ihr wisst, wie ich dieses Problem mit der Dichtung richtig lösen kann.
Und ich kann euch auch sehr die Facebook-Gruppe empfehlen, die verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Wenn ihr da Fragen habt, auch zum Modell und so, könnt ihr auch da nochmal gern schreiben. Aber auch Lynette hilft euch da weiter. Ich hatte auch noch so ein paar Fragen, gerade auch zum Schwimmen und zum Sport. Da habe ich einfach eine E-Mail hingeschrieben und die wurde mir innerhalb kürzester Zeit auch super lieb und super nett beantwortet. Also macht es auch gerne unbedingt. Ich hoffe, ich konnte euch motivieren, die Menstruationstasse wirklich auszuprobieren. Ich meine das wirklich ernst, ich finde das ein richtig tolles Teil. Und schreibt mir gerne, wie ihr es gefunden habt. Oder vielleicht seid ihr schon Tassennutzer. Dann schreibt mir auch gerne mal, wie lange ihr das schon nutzt. Und schreibt auch gerne, was ihr so toll daran findet, um weitere Leute noch mehr dazu zu motivieren. Und ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.